willkommen zu einer neuen Folge Schaumgeboren Edelstoff. Die Edition mit Gast. So ist es. Und heute haben wir hier ein wahres Berliner Urgestein, eine Legende, eine lebende Legende, kann man schon sagen. Übertreib nicht so. Ich übertreibe jetzt, ich übertreibe überhaupt nicht. Frank Künstler, Künstler. Künstler. Ja, Künstler. So, aber auch Künstler. Auch Künstler. Auch Künstler. Und war auch vor allem natürlich bekannt aus dem Berliner Nachtleben, Türsteher, beim verschiedenen legendären Clubs auch. Ich vermisse ja am allermeisten das King Size, was du hervorragend gemacht hast. Nicht nur du. Nicht nur ich, eben genau. Ich auch. Vermisse. Und ich hake da direkt ein an dieser Stelle. Ich bin nämlich neue Berlinerin. Ich komme aus dem Ruhrpott und kenne deswegen das King Size nur vom Hörensagen und der Legende, die dir vorauseilt. Aber vielleicht kannst du für mich, August kann sich jetzt kurz zurücklehnen und schlafen, weil der weiß natürlich alles. Aber für mich und unsere Zuhörerinnen, die nicht Bescheid wissen oder das auch nur vom Namen kennen, kurz erzählen, was das ist. Also eine kurze Einführung über das King Size. Das King Size wurde gegründet im Jahre 2010, am 23. April, von Stefan Landwehr, Boris Ratschun und Conny Opper. Die Herren haben zusammen Boris und Stefan haben zusammen das Grill gemacht und Conny hat früher auch Partys gemacht. Mhm. Was jetzt nicht abkommt. Das Grill Royal. Ja, ja. Das Grill Royal, genau. Ach so, ja, und sie hatten halt dann diese Idee, dass sie die Gäste, diese illustren Gäste, die sie im Grill Royal haben, noch nach dem Essen in eine Bar schicken können. Und dann ergab sich das, dass sie den Raum bekommen konnten, der nur 400 Meter vom Grill Royal weg ist oder war. Mhm. Und dann haben sie mich an die Tür gestellt und sie haben auch nur gesagt, stell dich dahin, sei wie immer du sein willst. Und dann war ich halt so das Gesicht und schon auch irgendwie die Seele, weil ich halt derjenige war, der am meisten Zeit da verbracht habe. Ja. Und ich möchte dann auch noch so eins sagen, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und das King Size war halt so besonders, weil es halt aus so einem schon elaborierten Kunstkontext kam. Also diese Grillleute sind halt schon Kunst, sehr kunstaffin, ja. Aber auch so Politiker, Juristen, bla bla, auch... Es war eine sehr gute Mischung, genau, weil es halt so diese Range der verschiedenen Lebensentwürfe war sehr, sehr groß. Ja. Und das hat es halt interessant gemacht. Und wir haben es halt geschafft, einen Raum zu kreieren, wo die Leute, auch wenn sie eigentlich in gewissem Sinne intellektuelle oder erfolgreiche Blabla waren, ja, trotzdem einen Weg zum Exzess gefunden haben, was sie halt, ja, in so einer Kinderdisco nicht hätten machen wollen oder so, oder, ja, es doof gefunden hätten. Weil man unter sich war, meinst du? Naja, das ist eben so der Punkt. Man war schon unter sich, aber es war trotzdem auch noch offen. Ja. Und das muss ich jetzt mir zuschauen, weil ich halt da war. Weißt du? Ich habe halt den Menschen die Möglichkeit gegeben, sich fallen zu lassen. Das ist aber schön. Ja. Und das hat man gerne und oft im King Size gemacht, muss ich echt sagen. Also das war einfach eine super Mischung. Und es ist ja auch, müssen wir noch kurz dazu sagen, das King Size ist, glaube ich, der kleinste Club oder der engste Club, in dem ich jemals drin war. Auf jeden Fall. Auf wie viel Quadrat waren es denn? Also Raum war es insgesamt 60, aber wenn du die Toiletten und die Bar abziehst, war eigentlich so der Gastraum nur 45 Quadratmeter. Und da waren tatsächlich 120 Leute auf 45 Quadratmeter. Musst du dir vorstellen, auf jedem Quadratmeter 3 Menschen. Ja, geil. Also es war wirklich so alle. Exzess also das, quasi vorprogrammiert. Ja, genau. Ja, und wie kann ich mir das vorstellen, wenn du sagst, du hast denen den Raum gegeben, sich fallen zu lassen, weil du da warst? Was heißt das? Also ich komme jetzt dahin, wäre ich überhaupt reingekommen? Mädchen immer. Ach so, das ist ja gut. Guck mal, er sagt Mädchen, das ist so schön. Weil, alles unter 45 ist Mädchen, also hier soll sich niemand abqualifizieren. Oh, das finde ich gut, finde ich großartig. Ja. Also ich komme da jetzt hin, ich wäre reingekommen, das ist schon mal gut. So, jetzt in Berlin auch nicht selbstverständlich. Ja, für mich sowieso nicht. Ja. Okay, ich bin schon mal aus der asseligsten Punk-Kneipe in München rausgeflogen, selbst das habe ich hinbekommen. Aber, also, weil du ein Tütü anhattest? Nein. Weil ich, glaube ich, einfach sehr betrunken auf der Straße schlimme mit F-Wörter rumgibt. Egal. Das sage ich dir jetzt nicht. Du weißt es ja nicht. Ich komme dahin. Ich bin noch einigermaßen im Rahmen unterwegs. Komm dahin. Ich komme rein. Und jetzt, was passiert? Na, das ist so eine Sache, die muss ja ein Mysterium bleiben. Weißt du, ich verstehe das nicht falsch. Diese klassische Narration im King Size haben alle Leute zu viel Koks genommen, auf dem Klo gefickt. Das finde ich halt langweilig. Und wir haben auch, also das zu erzählen, ja, weil das ist sowieso.
die Erwartungshaltung von allen. Und wir haben, ich weiß nicht, ob August das schon mal erzählt hat, wir haben auch ein Buch gemacht über das King's House, also über das Phänomen King's House. Mhm, und Nutzloses Gesindel. Das heißt, das Buch heißt Nutzloses Gesindel, genau. Den Titel, den ich mir ausgedacht habe, weil das habe ich immer morgens geschrien, wenn alle gehen mussten, dass sie so rausgeschrien haben. Ihr nutzloses Gesindel! Und es hat aber immer gepasst, das war halt der Punkt. Und genau, und im Rahmen dessen haben halt Leute uns auch Geschichten angeboten. Und wenn sie halt so eine klassische Narrativ hat, neben so, dass man des Kingsers kommt, zu viel Drogen nimmt und auf dem Klo fickt, das, wie gesagt, das wollte ich halt nicht erzählen, weil das ist halt profan. Das passiert im Berghain auch. Ich wollte gerade sagen, das kann man überall machen. Das kann man überall machen. Genau. Und wichtig war halt für uns, dass eben diese speziellen Leute, die das sonst nicht gemacht hätten, da so sich frei fühlten und nicht unbedingt das tun mussten, aber wenigstens den Raum dafür hatten, wenigstens so den Kopf in diese Richtung zu drehen. Ja, weil ich finde, genau diese Mischung macht es und natürlich sanktioniert von dir und von den Leuten, die da in der Bar gearbeitet haben. Es war ja, ihr wolltet ja, dass die sich fallen lassen. Ihr wolltet ja, dass die sich öffnen, dass die Vollgas geben und ich schmeiß diese Papierservetten auf die Tanzfläche und überall ist Party. Und es ist einfach, weißt du, es ist genauso, wie man sich Exzess vorstellt, aber auf eine sehr sympathische Art und Weise, die offen ist, wo alle willkommen sind und nicht so, wie ich manchmal finde, bei manchen Berliner Clubs, wo man das Gefühl hat, die suchen nur nach einem Typ Mensch. Und das ist so ein bisschen schade. In New York, ja, genau. Du warst ja gerade in New York. Ich war gerade in New York. Und da hat man das Gefühl, wenn man ausgeht, in die Bars geht, dass so die Mischung, da sitzt der Investmentbanker neben dem Feuerwehrmann und so weiter und alle machen zusammen irgendwas. Und in Berlin, finde ich, in dem Sinne ist schon mittlerweile sehr exklusiv geworden im Sinne von, die wollen das ja, alle. Das ist ja so eine, ich finde, es ist eine falsche Exklusivität. Eben. Weil es ja so eine Einschränkung ist auf so, es muss unbedingt ein Hipster-Typ sein und der kann auch nur mit anderen Hipster-Typen interagieren und so. Und das finde ich ja langweilig. Ich finde halt, je größer die Heterogenität, desto interessanter. Desto inspirierender ist es natürlich auch, weil man mal woanders was anderes erlebt. Und das habe ich halt irgendwie geschafft. Also ich meine, warum auch immer, weil ich halt ein offener Mensch bin und neugierig auf alles. Und zu diesem Zeitpunkt, als die dir gesagt haben, stell du dich doch da an die Tür, warst du da schon Türsteher? Ja. Ich bin Türsteher seit 1992 eigentlich. Also schon wirklich 27 Jahre jetzt. Und immer in Berlin auch? Immer in Berlin, ja. Also ich habe auch schon mal auf einer Party in New York gearbeitet, aber es war halt nur eine Nacht. Aber die haben dich bewusst ausgesucht, weil die gesagt haben, du kannst das. Das sind halt auch Freunde von mir gewesen. Ja. Also nicht gewesen, es sind immer noch Freunde. Ja. Aber wir waren lange schon befreundet. Also wir waren keine enge Freunde, aber wir haben uns eben lange immer gesehen, immer wieder. Und als sie den Laden aufgemacht haben, wussten sie eben, dass das so ein Perfect Match wäre, wenn sie mich dahinstellen würden. Und das war es ja dann auch. Mhm. Also ohne jetzt so selbstreferenziell zu sein, das ist schwierig gerade. Zu sehr selbstreferenziell zu sein. Das darf schon jetzt. Ja? Ja, ich bitte darum. Wir geben dir hier den Raum dafür, dich einfach fallen zu lassen und zu öffnen. Absolut. Du, Frankie, sag mal, findest du den Namen Frankie eigentlich, stört dich das? Das ist so schwierig. Also stört mich grundsätzlich nicht, weil ich glaube ja, ihr müsst mich kleiner machen, weil ich so groß bin. Aber dann kann man also Frankie sagen, man kann aber auch Frankie sagen. Ich habe noch nicht Frankie gesagt. Ich sag Frankie, weil ich kenne dich halt irgendwie von das, man muss mich verniedlichen, das ist schon klar. Schaumgeboren. Ein Podcast, zwei Chaoten, dreimal Bier trinken und mittendrin bin ich. Hier wird schon geschüttelt, das Getränk, das du uns mitgebracht hast. Verzeiht. Du hast uns nämlich kein Bier mitgebracht, sondern einen Orangensaft. Ich möchte den aber gerne trotzdem auch mit dir mittrinken, weil das gehört sich ja so. Verzeiht, ich teile gerne. Und warum hast du uns Orangensaft mitgebracht? Vielen Dank. Ich habe eine Essstörung, das muss ich dazu sagen. Inwiefern? Ich trinke zum Beispiel gar keinen Alkohol und ich trinke eigentlich nur Apfelsaft, Orangensaft, aber nur, wenn er kein Fruchtfleisch hat. Also das steht hier extra drauf. Ja, Valensina ohne Fruchtfleisch. Ohne Fruchtfleisch. Und ich trinke noch Bitterlemm und das ist, sagen wir, eigentlich that's it. Alles, was du trinkst. Das ist alles. Ich mag keinen Tee, ich mag keinen Kaffee, ich ekel mich vor Milch. Mhm. Und ja. Also das ist die Essstörung, meinst du, dass du so das spezielle Sachen magst? Ja, genau. Aber das mit dem O-Saft möchte ich erklären, weil zum Beispiel, wenn ich in die Kneipe gehe, also in irgendeine Kneipe, es gibt immer Apfelsaft, den ich trinken kann. Ja. Aber O-Saft, ich will halt keinen O-Saft mit Fruchtfleisch trinken. Und in der Kneipe gibt es nur
O-Saft mit Fruchtfleisch. Ja, dann trinke ich zu Hause immer O-Saft. Wenn ich rausgehe, immer Apfelsaft. Ich verstehe, okay. Naturtrüben oder immer klar? Das spielt keine Rolle. Das spielt keine Rolle, okay. Ja. Und hast du noch nie Alkohol getrunken? Nein, ich habe an allem schon mal genippt. So, ich zeig dir das mal, wie ich das so mache. So. Okay. Verstehe. Aber das reicht mir dann und ich möchte es nicht. Ich habe alles schon probiert, außer Bier. Du hast Bier noch überhaupt noch nie probiert? Nein. Frankie, du hast ein Universum, was dir noch bevorsteht. Ja, aber ich habe Angst vor dem Geschmack. Ich hab auch noch nie Käse in den Mund genommen. Ach, tatsächlich. Okay, das heißt, es gibt ganz viele Dinge, die du einfach nicht essen oder trinken magst. Und genau. Das auch einfach noch nie wirklich... Nein. Das ist ja total spannend. Hast du dich mal damit beschäftigt? Ja, ich habe schon mal eine Therapie deswegen gemacht. Also, allerdings hat die Therapeutin leider nicht herausgefunden, wo das Problem ist. Ah, das heißt, es ist nicht, also sie glaubt eher, es ist eine psychische Abneigung als eine körperliche. Es ist auf jeden Fall eine psychische, weil es ist auch total irrational, weil ich ja gerade gesagt habe, Milch und Käse sind für mich die schlimmsten Dinge in der Vorstellung in den Mund zu nehmen. Also Milch, Käse, Butter, Joghurt ist für mich alles dasselbe. Mhm. Also Milchprodukte. Milchprodukte, aber trotzdem, also jetzt kommen wir zur Irrationalität, ja. Ich esse Käsekuchen. Ja, okay. Mhm. Und ich weiß auch, wie der her. Ich war dabei, wie er hergestellt wurde. Und ich finde ihn total lecker und total super. Mhm. Aber Quark als solches könnte ich nie in meinen Mund nehmen. Vielleicht aber war Käsekuchen fester. Käsekuchen kann ich mal. Isst du Pizza mit nein, Käse? Nein. Aber ich esse zum Beispiel Milchspeiseeis. Also ganz normales Eis. Weißt du, ich war auch schon bei der Herstellung von Eis, aber ich weiß, aber ich finde Eis total lecker und ich esse auch Schokolade. Also es ist keine Allergie, sondern einfach. Das ist irgendwas in meinem Kopf. Konsistenz ist das, vielleicht. Ist das so eine Barriere, die unüberwindlich ist? Prost jedenfalls, Frank. Prost. Dann wollen wir dich natürlich auch auf keinen Fall zwingen, aber schön hier zu sein. Bier zu trinken. Ich auch. Das wäre ja furchtbar, überleg mal. Also sehr lecker, dieser Orangensaft. Wir besprechen ja normalerweise immer das Bier, darum sage ich jetzt mal, schmeckt sehr lecker, ist schön orange in der Farbe, schäumt nicht so doll, hat nicht so viel Kohlensäure. Ist vegan, schmeckt nach Orange, Aromen von Orange hat er und 0% Alkohol. Was für mich ist eine Riesenerleichterung, weil ich habe jetzt zu Birte gestern gesagt, wir treffen uns jetzt schon relativ oft zu diesem Podcast und jedes Mal müssen wir Bier trinken. Das heißt, es ist nicht nur so, dass wir am Wochenende was trinken, sondern auch, wenn wir uns unter der Woche treffen, müssen wir Alkohol trinken. Es wird doch ganz böse enden mit mir, Frankie. Also wenn du mich irgendwann mal auf der Straße siehst, auf allen Vieren, dann bitte hilf mir. Heb ihn auf. Pass auf, wir machen einmal ganz kurz die Schnellfragerunde. Ich bin bereit. Aber ich darf auch schieben, oder? Du darfst auch sagen, so das Antwort, darauf antworte ich. Okay, aber ein paar Sachen passen ja auch zu jemandem, der kein Bier trinkt. Eiskalt oder kalt? Kalt. Dose oder Flasche? Flasche. Okay, jetzt kommt's ein bisschen zu deinem Beruf. Backpfeife, Kopfnuss oder Schwitzkasten? Schwitzkasten. Das ist voll mein Ernst. Ignorieren oder diskutieren? Diskutieren. Canada Goose oder North Face? Canada Goose. Hip-Hop oder House? House. Grungy oder Schick? Grungy. Mitte oder Kreuzberg? Mitte. Hausverbot oder Verwarnung? Verwarnung. Oh, das ist aber ein netter Türsteher. Ein toleranter, netter. Ich kenne dich ja gar nicht als Türsteher. Das ist ja so spannend jetzt, weil ich kenne dich. Aber hat August dir erzählt, dass ich auch Schauspieler bin? Ja, und er hat gesagt, deine IMDb-Liste, die ich dann natürlich sofort gestalkt habe, ist länger als seine. Na, das stimmt ja nicht. Aber ich kann mir sagen, da steht nur ein Drittel drauf. Ja, eben. Siehst du, dann ist ja noch länger. Ich weiß noch ganz genau, ich habe damals, als ich kurz bevor ich nach L.A. gezogen aus L.A. nach Berlin gezogen bin, habe ich geschaut Berlin Calling, diesen Film über Paul Kalkbrenner. Mhm. Und da hast du aber auch einen ordentlichen Cameo, und zwar nicht zu knapp. Mhm. Naja, ich hatte 3 Drehtage oder so. Aber ja, das war ein cooler Film. Ja, den habe ich auch gesehen. Den habe ich gesehen in Thailand in irgendeinem Zug und da waren ganz viele Kakerlaken und ich hatte so Angst. In dem Zug. Und mein Freund hat dann gesagt, okay, Birte, jetzt reiß dich mal zusammen, ich mache dir jetzt einen Film an. Und dann habe ich Berlin Calling geguckt, weil er gesagt hat, der geht so ab, der Film, das wird dich auf jeden Fall von allem ablenken. Der war echt saugut. Hat auch geklappt. Aber war das jetzt Paul oder war das Fritz, der gespielt hat? Manche sagen, das ist Fritz. Nein, es war Paul, der gespielt hat, weil Fritz ja die Musik mitgemacht hat. Ah, okay, alles klar. Und netter Kerl? Ist er noch hier unterwegs in Berliner Nachtleben? Ich habe den oder? Ewig nicht gesehen. Also damals war er super nett, aber ich habe ihn wirklich lange nicht gesehen. Ja. Und Babylon Berlin war natürlich so eine große... Babylon Berlin war das Größte für mich. Große Sache. Mhm. Tom Tickler und du sind ganz, ganz gute Freunde? Wir sind ganz, also keine engen Freunde, aber gute Freunde.
Der war auch eine Zeit lang unterwegs, oder? Hier in Berlin. Und nee, jetzt, der ist jetzt wieder. Der ist jetzt wieder? Das riecht nach Trennung oder so. Nein, so nicht. Nee. Kinder alt genug, dass er jetzt wieder ja, raus sowas, ist. Ja, sowas. Ja, und der liegt ja auch auf, oder so. Der liegt ja auch auf, genau. Ach, echt? Ja, ich habe ihn mal auf so einer Party gesehen, hat er aufgelegt. Ach, krass. Gar nicht so schlecht. Mhm. Ja, ganz gut. Ach, das ist ja cool. Ja, und hat er mal Kippe rauchen hinter DJ-Pult und so. Ja, war schon lässig. Ach, nice. Ja, das muss ich ja alles mir unbedingt zu Gemüte führen. Ja. Und du warst jetzt gerade in New York, weil du ein Projekt da hast? Es gibt einen Film über mich, ja, über Sven und über Smiley. Ich weiß nicht, ob du das weißt, der ist bei dem Bouncer. Ja, das hat August mir im erzählt. Im April rausgekommen und der wurde in New York letzte Woche gezeigt. Und die haben mich halt eingeladen, da ein kleines Q&A zu machen. Das ist ja geil. Ja, voll geil. Und also wirklich voll geil. Ja, das glaube ich. Ja. Und ich kann dir sagen, ich war vorgestern in Washington und habe das gleiche da gemacht. Ich bin nach Hause geflogen, war 3 Tage hier und bin dann wieder nach Washington geflogen. Was total bescheuert ist. Aber warum bist du wieder nach Hause geflogen? Weil ich Termine hatte hier. Ach so, oh nein. Ja, voll scheiße. Ja, und kann ich diesen Film... Ich bin heute Morgen aus Washington wiedergekommen. Oh Gott. 2 Stunden nur im Flieger geschlafen, jetzt ist er bei uns. Oh nein, und so ein bisschen erkältet, hast du gesagt? Und ein bisschen erkältet. Also so erkältet, man muss dazu sagen, er ist reingekommen. Ich habe gesagt, ach, bist du erkältet? Und er sagte, ja, wenn ihr so erkältet werdet wie ich jetzt, dann werdet ihr ja tot. Ein bisschen Größenwahn müsst ihr mir schon nutzen. Ich finde das, ich würde jederzeit mich auch komplett in deine Hände fallen lassen. Du Bitte. Hast auf jeden Fall den Eindruck bei mir jetzt schon komplett zementiert, dass man da gut aufgehoben ist. Wie kam es denn an in Amerika, dieser Film? Super gut, also richtig super gut. Man merkt, dass die Amerikaner immer noch so Berlin so total toll finden, weil wir so ein Freiheitshub sind und so ein Kreativhub oder wie immer du das nennen willst. Und, aber Washington war natürlich total anders als L.A. Quatsch, als New York. Weil Washington ist schon so eine extreme... Ich war noch nie vorhin in Washington, ich war schon mal ein paar Mal... Ich habe da studiert, in Washington, in D.C. Du bist ja krass. Ja. Politiker steril, das ist so... Politik steril und halt so eine Verwaltungsstadt. Es gibt ja nur politische Verwaltung, es gibt ja keine... Praktisch keine Kreativszene, keine Industrie, gar nichts. Es gibt nur FBI, CIA. Viele Lobbyisten. Lobbyisten. Und das war schon so. Aber es waren trotzdem ein paar junge Leute, weil es war auf dem Filmfestival, das heißt neu. Die präsentieren da deutsche, österreichische, Schweizer Filme. Mhm. Und wir liefen halt und dann Gundermann lief auch und so. Und wo kann ich diesen Film sehen? Den gibt es jetzt im Internet. Ach, wirklich? Ja, seit drei Wochen. Wo im Bei Internet? Bei Amazon einfach. Ach, das ist ja gut. Cool. Das gucke ich mir mal direkt an. Und unsere Tradition aufrechtzuerhalten, August, wirklich? Du hast in Amerika studiert? Ja, da ja. musst du mir irgendwann mal mehr drüber erzählen. Genau, aber nicht jetzt. Genau. Gut. Wieder hat das nicht der Dietl gemacht, den Film? Ja, den hat der David Dietl gemacht. Genau. Produziert oder Regie? Regie auch. Also Idee und Regie produziert hat es ein Mann, der ist Martin Zeisler. Ich habe gerade seinen Namen vergessen. Durften die auch im Berghain drehen? Nein. Es ist aber eine Doku, oder? Oder ist es für ein Fiktional? Nein, es ist eine Doku über Sven vom Berghain, Smiley, so einen anderen Mann und mich. Und also ich. Die wir alle ungefähr 25 Jahre... Sven Marquardt und Smiley, wo ist der? Smiley hat viel bei Cookie gearbeitet. Bei Cookies, okay. Ja. Okay, aber es sind jetzt keine Spielszenen noch mit nein, drin? Nein, das wo ist nur über uns, also wie wir arbeiten, wie Sven fotografiert und wie wir so erzählen. Also es ist ganz schön geworden. Und sag mal, was ist denn für dich jetzt sozusagen? Ich bin ja der Meinung, dass Mitte dich schmerzlich vermisst und das King-Size schmerzlich vermisst. Und ich würde gerne, dass du mir einen Hoffnungsschimmer gibst, dass es irgendwie, dass du schon am nächsten Projekt bist und dass es jetzt bald mal kommt. Hast du denn noch mal Lust oder hast du gar keine Lust mehr auf sowas oder wie sieht's aus? Also doch, ich habe tatsächlich Lust auf sowas, aber ich bin so wenig kompromissbereit und ich suche jetzt seit 15 Monaten einen Raum, wo ich versuche was zu machen, aber ich finde keinen Raum und das ist und deshalb und ich bin aber trotzdem die ganze Zeit so nah dran, also ich meine, im Radio oder sieht man jetzt im Radio im Podcast sieht man jetzt meine Geste nicht, also ich habe wirklich das Gefühl, ich bin 1 Millimeter davor. Aber es ist trotzdem schwer. Ich kann trotzdem nicht sagen, in 3 Monaten machen wir einen Laden auf, weil immer noch alles schief gehen kann. Also wir verhandeln schon mit jemandem über die Location.
Wieder mit den gleichen Partnern. Dann könnte ich das ja auch dann doch noch miterleben, nicht wahr? Noch experience. Mensch. Also das steht noch nicht fest mit dem. Also Stefan vom Grill hat gesagt, der würde eventuell mitmachen. Aber man muss jetzt, weißt du, solange ich keinen Laden habe, macht es keinen Sinn, darüber zu reden. Ja, ja, ja. Aber es ist schwierig, eine gute Location zu finden. Das ist sehr schwierig geworden, ja. Probleme mit dem Lärm und so. Aber wo würdest du sein wollen? Naja, und in Mitte oder? Betongold nennen die das hier. Ja. Aber willst du wieder in Mitte? Ich oder? Will in Mitte bleiben. Ja. Ich möchte einfach diese Nähe zum Grill und zum Borchi behalten, weil ich finde, damit kann man halt eine interessante Mischung machen. Also wenn ich nach Kreuzberg gehen würde, könnte man sicher einen kleinen Laden machen, der vielleicht so ein bisschen interessant wäre. Aber so diese Entscheider aus Politik und Wirtschaft auch, das soll jetzt nicht anbiedernd klingen, aber halt um eine interessante Mischung herzustellen, finde ich die halt gut. Und die glaube ich nicht, dass die mit dem Taxi noch nach Kreuzberg fahren, nee, wenn sie aus dem Grill rausfallen. Und hättest du Lust, das wieder auch so zu machen, dass es bis 6 Uhr morgens ist? Ja, das auf jeden Fall. Ja, ja? Ja. Die Konzeption soll im Grunde genommen dieselbe bleiben. Also nicht aus Mangel der Kreativität, sondern weil es das ist, was ich am lustigsten finde. Mhm. Weißt, wenn die Leute halt so, ja, und na, doch. Was mich ja immer beeindruckt hat, auch wie du deine Arbeit gemacht hast, wie du in den Laden geschmissen hast, also nicht nur, dass du alle Menschen kennst und auch dich erinnerst und auch die beim Namen kennst, auch wenn die nur einmal zu Besuch waren in Berlin und dann irgendwie 6 Monate später wieder da sind, erinnerst du dich noch an deren Namen, aber auch, dass du halt auch es gut selektieren konntest, der oder die passen hier rein, die auf jeden Fall nicht und so. Wenn du musst ja dann ständig konfrontiert werden mit irgendwelchen Leuten, die dann sauer sind und so. Wie machst du das, dass du da irgendwie diplomatisch und freundlich, professionell irgendwie die abwimmelst, ohne irgendwie so, dir platzt ja auch gefühlt nie der Kragen. Also zumindest nicht, dass du jetzt irgendwie jemanden mal eine aufs Maul gehauen hättest oder so. Das passiert ja wirklich. Das passiert zum Glück sehr, sehr selten. Aber ich kann es dir gar nicht sagen, was das Geheimrezept ist, aber ich meine, natürlich habe ich mir auch Gedanken darüber gemacht, aber ein Rezept dafür ist, und das soll jetzt nicht profan oder ESO-mäßig klingen, ich liebe einfach Menschen und ich liebe es, mich mit ihnen auch darüber auseinanderzusetzen, wenn sie nicht reinkommen. Und ich habe halt so eine mir immanente Integrität, sodass ich halt, wenn ich den Menschen sage, sie können nicht rein, dass sie normalerweise eben nicht sauer sind, sondern dass sie verstehen, dass es einfach nicht passt. Und was passt denn jetzt zum Beispiel nicht? Naja, guck mal, das Kingstars war halt sehr klein. Ja. Und große Menschen durften schon mal. Nein, große durften. Es gab so einen Basketballspieler, 2,16 Meter, Patrick Kemmerling ist der, ist aufgekommen. Der durfte auch rein. Der durfte auch rein, der musste sich immer so bücken durch die Tür, das war sehr lustig. Und der hat dann alle so zwei Köpfe überragt, das sah sehr, immer so, sehr lustig aus. Hat er gut noch Luft bekommen? Ne? Ja, hat er, ja. nein, einfach. Weil ich halt so viele Menschen kenne, die an diesen kreativen Prozessen beteiligt waren in den letzten 25 Jahren, habe ich halt eigentlich fast nur Menschen reingelassen, die ich kenne. Also, und Menschen, die ich nicht. Also alle hatten die Möglichkeit, sich zu erklären. Mhm. Also ich habe eigentlich fast niemand kategorisch abgelehnt. Mhm. Und wenn sie sich dann noch erklären konnten. Außer wenn eine Gruppe von 10 Typen kam. Dann nein, dann natürlich nicht. Also die Aufrechterhaltung der Parität der Geschlechterverteilung war eine meiner wichtigsten Aufgaben. Aber du hast eben gesagt, Mädchen durften immer rein. Ja, aber das aber ist weil ja, einfach mehr Männer kommen. Es kommen immer mehr Männer. Das ist so dieses archaische Prinzip des Jagens. Männer gehen raus, um Frauen zu jagen. Auch wenn sie das nicht hören wollen, aber sie tun es noch immer. Verstehe. Und deswegen sind einfach generell immer mehr genau, Männer so, raus ja, als genau. Frauen. Ja, ja, immer. Das echt, ist das wirklich stimmt. Ist ja, so? Die vertragen ja auch, können auch natürlich viel mehr saufen und so. Das ist ja. Wollen tragen auch saufen. Wollen auch viel mehr saufen. Ja, stimmt wahrscheinlich. Du meinst, deswegen sind die noch länger draußen? Die Frauen sind alle schon ja, umgefallen schon oder was? Ab 2 Uhr sollst du eigentlich nach Hause. Ja, das missfällt außer, mir außer jetzt. Das, noch offen, noch. Was, das missfällt mir jetzt, dass du das so kategorisch so sagst. Aber zum Beispiel sehr kleine Männer und sehr große Frauen, die zum Beispiel viel Sport machen, viel Blut haben, da verträgt dann ja die Frau vielleicht auch mehr als der sehr kleine Mann. Ja. Ja, 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 ich vergesse es. Ja, ist es, ja, ja, aber ich glaube, es stimmt vollkommen, dass mehr Männer generell einfach ausgehen. Ist so, wirklich. Also, als Frauen. Und deshalb muss man sie einfach mehr beschränken und bei Frauen einfach viel toleranter sein. Aber das heißt, du bist nicht so der klassische Türsteher im Sinne von, es kommt einfach ein Riesenpulk an 25-jährigen Partyvolk, sondern du hast ja quasi eine Art exklusives Türstehertum da gehabt, im Sinne von, es kommen eh ja, Leute, genau, die du zum großen Teil kennst. Ja. Und ne? Das heißt, das ist ja ein bisschen anders, als jetzt zu gucken, kommt da eine Horde von 10 Besoffenen, die schon halb aggro mir die Tür einschlagen, oder? War ja wahrscheinlich weniger der Fall. Weniger, ja. Ja, verstehe. Zum Glück.
Und wenn du jetzt sagst, du trinkst keinen Alkohol, ich muss noch mal kurz auf unser, weil wir ein Bier-Podcast sind, noch mal kurz aufs Alkoholthema zurückkommen. Und hast aber diesen Job ja gewählt. Oder er hat dich gewählt oder wie auch immer. Auf jeden Fall hast du dich ja da offensichtlich wohlgefühlt und siehst dich aber, hast ja auch gesagt, nicht nur als die Tür, sondern als, naja, du stellst auch Leute zusammen und bietest denen einen Raum. Genau, ich kuratiere den Abend. Genau, du kuratierst den Abend. Und es ist aber ja trotzdem ein Abend, an dem es ja viel darum geht, eigentlich zu saufen oder was auch immer. Sich zu berauschen. Ja, sich zu berauschen, genau. Sich mit irgendetwas zu berauschen. Und das ist ja dann aber eigentlich gar nicht so deins. Ist aber das so ein bisschen stellvertretermäßig? Doch, es ist auf jeden Fall so ein bisschen stellvertretermäßig, aber ich habe natürlich im Laufe der Zeit gelernt, meinen Verstand mit den berauschten Menschen zu transzendieren, sodass ich halt... Über die Alkohol trinkst sozusagen. Nein, sondern dass ich halt mit ihnen schwinge, auf wie sie halt ihre Wahrnehmung verändern durch den Rausch. Mhm. Und ich kann das halt ohne Katalysator. Verstehe. Bis zu einem gewissen Grad. Und dann kommt noch hinzu, dass ich halt mich selber groß und stark fühle, weißt du, und den Menschen im Rausch als wahren Menschen betrachte. Weißt du, am Tage zwängt er sich in so ein Korsett, ich mache immer wieder Gesten, die man im Podcast nicht sehen kann, aber egal. Also am Tage zwängt sich der Mensch in ein Korsett und wenn er dann abends sich in den Rausch begibt, verliert er das Korsett und ist mehr bei sich selber. Also das ist so eine Erfahrung, also eine empirische Untersuchung, die ich seit 25 Jahren mache. Ich kann es ja sehen, wie die Menschen sich verändern und ich sehe es ja immer wieder und immer wieder die gleichen Menschen. Und das ist wie eine wissenschaftliche Untersuchung. Also es ist auf jeden Fall wahr, dass die Menschen näher bei sich selber sind. Das ist nur eine Frage der Betrachtung, weißt du? Das ist nur leider am nächsten Morgen, tut immer alles so weh dann als Strafe. Das ist der Preis. Für mich. Aber bist du dann auch näher bei dir selber, wenn die anderen Menschen dann näher bei sich selber sind? Ich bin ja sowieso immer bei mir selber. Ach so, ich verstehe, darum brauchst du das nicht. Dann brauche ich das nicht, genau. Du bist dann, wenn die anderen Menschen sich fallen lassen, im Rausch sozusagen ihr Fels in der Brandung. Das bin ich, genau. Verstehe, ja gut, aber dann ist es ja trotzdem so ein bisschen, wie ich gesagt habe, so ein bisschen stellvertretermäßig. Auch, ne? Ja. Ist ja eigentlich ganz schön. Das ist eigentlich ganz romantisch. Ja. Ich möchte jetzt. Ich finde es auch schön, wie du das erzählst. Ich finde, man merkt, du hast dir Gedanken drüber gemacht. Also das ist. Naja, aber es ist ja sein Leben. Ist ja mein Leben. Ja. Genau. Ich möchte eigentlich gar nicht aus dieser poetischen Situation jetzt rausgehen, aber wir haben ja noch unsere Sätze zu vervollständigen. Ah, ja, genau. Ja. Und das ist ja hier unsere. Einen Schluck trinken vorher. Ja, ich bitte darum. Das ist natürlich eigentlich unsere Biersatzliste, aber vielleicht muss man dafür gar nicht Biertrinker sein. Wir können ja mal mit was anfangen, was erstmal noch nichts mit Bier zu tun hat, nämlich Berlin bedeutet für mich mein Leben. Oh, es bleibt poetisch, finde ich. Es bleibt poetisch. Okay. An oder in Berlin vermisse ich das Meer. Aber findest du nicht auch das, also da muss ich kurz einhalten, ja, verstehe ich. Aber was jetzt? Was denn? Ich verstehe, dass du das mehr vermisst, aber findest du nicht, dass Berlin sich in den Jahren, in denen du jetzt hier bist, so verändert hat, das sagen ja viele, die damals während der Wende schon hier gewohnt haben, die finden ja, dass es hat sich alles verändert und ist alles so geworden. Und so. Ich kann das gerne ausführen, aber wenn du mir so einen Satz dahin wirfst, dann kann ich nur ein Wort dahinter sagen. Aber wenn du eine Frage formulierst, sage ich da was zu. Das wäre dann meine Frage. Ich glaube, du weißt schon, was du als Antwort hören willst unbedingt. Ja, aber ist mir egal, was du hören willst. Also ich bekomme diese Frage oft gestellt. Ja. Und das ist aber so, dass ich für mich entschieden habe, nicht die Vergangenheit retrospektiv zu glorifizieren. Finde ich gut. Weil, also und ein signifikantes Erlebnis dabei war, dass eben die Eröffnung des Kingsets, was jetzt vor genau 9,5 Jahren war. Weil ich hatte bis dahin auch schon ein aufregendes Leben, was mit vielen Frauen, mit vielen interessanten Erlebnissen, mit vielen Brüsten. Brüste spielen in meinem Leben eine große Rolle. Ja, offensichtlich. Jetzt könnt ihr leider wieder die Geste nicht sehen, die hier passiert. Und wie gesagt, ich hatte wirklich ein aufregendes Leben vorher. Also ich meine, das ist ja... Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das habe ich ja vorher gesagt. Und dann da war ich eben 42, als das Kingsize aufgemacht hat. Und als es dann aufgemacht hat, es ist explodiert. Und es ist halt noch orgiastischer geworden. Weißt du, wer denkt es dann schon, wenn du bis 42 schon ein gutes Leben hattest, dass es dann noch mehr explodiert? Und deshalb
möchte ich das so betrachten, dass die Zukunft noch interessanter, noch verrückter, noch wilder, noch aufregender, noch erkenntnisreicher, noch was auch immer wird. Obwohl es natürlich auch in der Vergangenheit tolle Erlebnisse gab. Aber ich finde grundsätzlich halt die Betrachtung der Vergangenheit, zu sagen, früher war alles so toll, finde ich scheiße. Weil ich glaube nämlich, damit hört man auf, neugierig zu sein. Mhm. Und ich will immer noch neugierig sein auf das, was kommt. Ich war zum Beispiel vor 4 Wochen in Moldawien. Und ich weiß nicht, ob du schon mal auf die Idee gekommen bist, nach Moldawien zu fahren. Ich weiß, es gehört jetzt nicht zum Thema. Aber für mich ist halt Neugier so ein grundsätzlicher Antrieb für alles. Und weil ich bin halt immer noch unglaublich neugierig. Ich denke die ganze Zeit nur so, das will ich noch machen, das will ich noch machen, das will ich noch machen und so. Ja, finde ich super. Finde ich auch sehr gut. Karl Lagerfeld hat ja auch gesagt, so, er kann gar nicht über, wenn die Reporter ihn am Tag nach der Show über seine Kollektion gefragt haben, hat er gesagt so, sorry, ich kann darüber gar nicht sprechen, weil ich lebe nicht in der Vergangenheit, ich lebe in der Zukunft. Also frag mich, was über sich in der nächsten Kollektion machen wird, aber über die, was gewesen ist, rede ich gar nicht. Es ist halt auch großartig, dieses Konzept so radikal zu verfolgen, weil ich bin zum Beispiel jemand, ich bin total neugierig, mache auch immer, also ich bin so eine totale Macherin, aber trotzdem, sobald ich kurz aufhöre zu machen, habe ich sofort dieses, ach ja, und damals und auch vor 10 Jahren, so, sofort, und es geht mir sofort schlecht, natürlich, und es ist total dumm, es zu machen, aber es passiert halt so, und darum finde ich das so radikal zu verfolgen, das beste Glücksrezept überhaupt. Genau, ich merke, dass es mir damit besser geht. Ja, ja. Macht einfach auch keinen Sinn, das andere so zu pflegen, ne? Die Scheiße zu pflegen, quasi. Und ich rede jetzt im Plural des Majestates von mir. Ja, auch das erlaube ich. Ich möchte gerne doch noch 2-3 Sätze dazu sagen, weil du hattest ja explizit gefragt. Es gab früher Elemente in unserem Leben, die toll waren, weil diese, als die 90er Jahre angefangen haben und die Mauer gefallen war und diese extreme Freiheit, das war schon so ein unglaublich besonderes Erlebnis, aber das war ja so ein Glücksfall in der Geschichte, den niemand vorhersagen konnte, und da sind halt so viele Dinge so zufällig passiert, und das ist halt anders heute. Ja, verstehe. Ja, na gut, das ist sehr gut. Ja. Im Kater ist das genauso, im Sisyphus ist das genauso, im Berghain sowieso, dann in der Else noch, ich weiß nicht, About Blank, da gibt es so 4-5 Läden, die so exemplarisch dafür sind, dass die Leute da in diese Welt hineingehen, um da ein anderer zu sein. Aber also ein anderer ist vielleicht falsch gesagt, sondern ich glaube, mehr sie selbst zu sein. Und dann unter der Woche sind sie halt im Korsett, um in der Gesellschaft normal zu funktionieren. Ja, und das war in den 90ern eben anders. Das war in den 90ern anders. Ja, genau. Ja, aber das ist ja eigentlich viel mehr also das würde ich ja viel, viel eher anstreben natürlich, ne? Weil jetzt ist es ja tatsächlich total in viel Erfolg, früh viel Geld. Also das ist ja, sind ja so komische gesellschaftliche Ideale. Genau, aber die geworden. Welt hat sich ja auch verändert. Ja, es ist ja nicht nur Berlin hat sich verändert, sondern die ganze Welt hat sich verändert. Und das reflektiert sich natürlich auch im Berliner Nachtleben. Ich habe jetzt so, wenn ich mit dir rede, Frankie, muss ich sagen, ich habe so Lust, jetzt auszugehen und richtig mir die Kante zu geben und irgendwie irgendwo in einem Club schön in Rausch zu verfallen und morgen früh wieder ich selbst zu sein. Ich würde so gerne in Berlin der 90er leben und irgendwas als Job machen und ganz wenig Miete bezahlen und mich einfach ein bisschen mehr zurücklehnen und etwas... Sei nicht so nostalgisch. Ja, siehst du, das ist so frisch. Genau, Nostalgie ist eben dieses schöne, aber auch dieses traurige Gefühl. Deswegen, ja, und das hält einen ja auch in der Scheiße. Aber Frankie, ich muss sagen, vielen, vielen Dank, dass du jetzt heute die Zeit genommen hast, trotz Krankheit, trotz wenig Schlaf hierher zu kommen, trotz langer Reise. Bist du unser Fels in der Brandung. Ich war gerne hier. Das war super, super, super interessant. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem neuen Vielen Projekt. Dank. Und ich hoffe, das passiert bald, damit wir uns dann wieder im Berliner Nachtleben begegnen. Vielen Dank. Und auch ich endlich mal daran teilnehmen kann. Ich sag dann, ne, also wenn das dann passiert, dann sage ich, hier weiß ich noch. Ne? Ja, weiß ich noch. Weißt du auch meinen Namen noch? Hast du jetzt, hat August jetzt gesagt? Ja, super. Ich freue mich schon drauf. Tausend Dank, Frankie. Fertig? Ja, fertig. Ciao, ciao. Super.